Die Entscheidung, frei und selbstbestimmt zu leben, deinem Herzen zu folgen, dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenplan zu leben, ist im Grunde genommen so einfach wie deine Entscheidungen, was du täglich im Supermarkt kaufst. Eigentlich so einfach und doch nicht. Lass uns mal kurz darüber sprechen. Wenn wir keinerlei Konditionierungen hätten, keinerlei Ansichten, wie das Leben funktioniert, keinerlei Schleier über uns gelegt worden wären, wie man irgendetwas halt so macht, wie halt etwas zu sein hat und, dann wären wir ja nach wie vor völlig ansichtsfrei und würden uns ganz einfach ohne Konditionierung unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Weil die Lebenswirklichkeit, wie wir sie uns jetzt erschaffen, oder auch die Lebenswirklichkeit, so wie sie jetzt ist, resultiert ja aufgrund von vergangener Entscheidungen, aufgrund von vergangenen Gedanken, aufgrund von vergangenen Gefühlen, aufgrund von vergangenen Handlungen und daraus resultierenden Entscheidungen, sprich etwas zu tun oder halt auch nicht zu tun. Ganz vereinfacht dargestellt. So. Und diese Lebenswirklichkeit, so wie sie jetzt da ist, ist ja das Resultat dessen, was wir gerade aus unserem Innern heraus nach außen projizieren, aufgrund dem, was gestern war, vorgestern, in der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt alle Konditionierungen einfach mal loslassen könnten und völlig frei und neu entscheiden würden, dann würden wir ja andere Entscheidungen treffen, weil wir vom Herzen her ja in gewissen Bereichen. Und dann nimmst du deine Bereiche aus deinem Leben, die du gerne anders haben möchtest, beruflich, privat, gesundheitlich. Und da kannst du neu entscheiden. Und jeder Schritt in das Leben deines Herzens, so wie du es wirklich möchtest, beginnt mit einer bewussten Entscheidung. Die Herausforderung dabei ist nur, und deshalb teile ich das jetzt hier mit dir, dass du dich mal dem Gedanken öffnest, dass so viele Konditionierungen da sind, wo der Kopf uns sagt, das kann ich jetzt nicht machen, weil jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich muss erst noch eine Ausbildung machen, ich muss noch erst dies machen, ich bin jetzt zu jung, zu alt, mein Partner zieht nicht mit oder die Kinder sind zu klein, zu groß oder whatever, der Hamster ist gerade krank. Also wir erzählen uns ja die interessantesten Geschichten. Und das sind genau die Dinge, wo wir, ja, man kann schon sagen, Selbstsabotageprogramme am Werk haben, wo wir uns selbst damit hindern, wirklich uns für das freie Leben zu entscheiden, wo die Reise hingehen darf. Und das heißt jetzt ja nicht, dass du von jetzt auf gleich alle Zelte da abbrechen musst, wo du gerade bist, sondern wenn du von jetzt auf gleich in dem Leben wärst, wo du eigentlich hin möchtest, das System wäre ja da auch ein bisschen überfordert. Wenn du von jetzt auf gleich 1 Million Euro auf dem Konto hättest, das System wäre überfordert. Da hättest du ja ganz andere Herausforderungen. Ja? Mit allem ist das so. Du kannst jeglichen Bereich nehmen, auch unabhängig von der finanziellen Situation. Jetzt heißt das aber nicht, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre damit verbringen müssen, uns auf den Weg zu begeben, sondern Augenöffner. Du darfst heute die ersten Schritte machen mit einer neuen Entscheidung, in welche Richtung es jetzt gehen darf in deinem Leben, beruflich, privat. Das Gesundheitliche hängt da auch eng mit zusammen. Und dann darfst du stabil in die Richtung gehen und jeden Tag auf ein neues bei dieser Entscheidung bleiben und bei allem, was du machst, auch gerne mal hinterfragen. Das, was ich jetzt gerade tue, kreiert mir das mehr davon, wo ich hin möchte? Bringt mich das wirklich in die Richtung oder lässt mich das wieder Schritte zurückgehen oder gar dann stehen, wo ich gerade stehe? Kreiert mir das, was ich gerade denke, mehr davon, wo ich eigentlich hin möchte oder lässt es mich wieder in alte Muster zurückfallen? Und das ist nichts anderes als ein Training. Und für dieses Training, was du dir aneignen darfst, bewusst zu denken, zu fühlen und zu handeln in die Richtung, wo es eigentlich hingehen darf, das ist mit 0 Euro Geldenergie verbunden. Das ist etwas, was alleine mit deinem Mind, mit deiner mentalen Ausrichtung, mit deiner Gedankenwelt zu tun hat. Und die gilt es, ja, mal zu beobachten. Ich wollte jetzt schon sagen, in den Griff zu bekommen, aber das fühlt sich auch schon wieder so ein bisschen schwer an. Mit wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit ist die bessere Formulierung, kannst du jetzt beginnen, so zu denken,
so zu fühlen und daraus resultierend stabil so zu handeln, damit du auch das ans universelle Feld aussendest und dir damit letzten Endes die Lebenswirklichkeit erschaffen wird, die du eigentlich gerne möchtest. Und das beginnt mit deiner jetzigen Entscheidung. Und wenn dir das bis eben schwerfällt, weil du es schon so oft versucht hast und immer wieder gemerkt hast, da sind so unsichtbare Gummibänder, die mich immer wieder zurückholen, dann habe ich jetzt noch ein ganz besonderes Angebot für dich. 8. Februar gibt es eine Masterclass, wo es darum geht, dass du in dieses neue Leben durchstarten kannst, wo wir mal mit dir gemeinsam in deine wahre Größe, Stärke und Energie eintauchen und du daraus resultierend einfach auch die Kraft und die Energie schöpfen kannst, um dann wirklich stabil in diese Richtung zu gehen. Du findest in der Nähe von diesem Video hier den Link. Klick drauf und dann sehen wir uns in der Masterclass und freuen uns mega auf dich. Bis dahin, hab noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.